Hallo, Christoph hier von Linux und ich, und ich möchte heute noch mal kurz auf den Raspberry Pi zu sprechen kommen. Generell gibt es für den Raspi, also die kleine Platine hier in dieser Box, mittlerweile eine neue Debian-Version. Das Ganze nennt sich Raspbian, basiert auf Debian Visi, also der aktuellen Debian-Version. Und entgegengesetzt zum bisherigen offiziellen Image ist Raspbian deutlich schneller als alle zuvorherigen Versionen. Ebenso ist es auch komfortabler einzurichten, denn man hat dem ganzen System noch eine Art Setup-Manager verpasst, sodass man Tastaturbelegung und X-Server und was auch immer deutlich einfacher konfigurieren kann. Ich schließe mal das System kurz nochmal an. Noch der Strom. So, ihr seht jetzt die schicke Boot-Animation. Die haben wir verpasst. Also es gibt noch einen bunten Bildschirm. Nichts Besonderes. Das System soll ja schlank sein und schnell sein und nicht unbedingt das gesamte System aufhalten. Der Boot dauert mittlerweile 20-30 Sekunden. Das ist also relativ flott, sodass man den Raspi eigentlich auch wirklich als System auch theoretisch nutzen könnte. Es gibt ja Media Center mittlerweile dafür. Gut, so, Raspbian ist gestartet. Wenn ihr das System zum ersten Mal startet, dann gibt es einen Setup Manager, der losläuft. Den kann ich jetzt mal von Hand aufrufen. Das Ganze nennt sich Raspbian Config, Raspi Config. Dort habt ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit mit Expand Rootfs das Root-Dateisystem komplett auf die gesamte Speicherkarte auszudehnen, sodass noch später irgendwelche von Hand Aktionen, um die Partition zu verschieben, nicht mehr nötig sind. Auch könnt ihr die Tastatur einstellen. Ihr habt die Möglichkeit, SSH-Server automatisch starten zu lassen und auch sagen, dass LXDE, also der grafische Desktop, von Haus aus gestartet werden soll. Das mache ich jetzt mal. Und man sieht, dass LXDE mittlerweile sogar ziemlich flott läuft. Ich will nicht sagen, dass das unbedingt jetzt ein Desktop-Ersatz ist, aber das geht eigentlich erstaunlich schnell und erstaunlich gut. Wir sehen, LXDE ist schnell gebootet gewesen und auch Fenster lassen sich eigentlich ziemlich schnell bewegen. Wenn man so ein bisschen größer macht, dann wird das natürlich noch ein bisschen laggier. Na, ja. Da sehen wir dann schon eher die Grenzen des Grafikchips, der nicht wirklich für so richtig schnelle Aufgaben gemacht ist. Midori wird als Browser mitgeliefert. Aus irgendeinem Grunde bringt er mir hier immer eine Fehlermeldung. Das Starten von größeren Anwendungen ist offensichtlich schon ein bisschen langsamer und auch das Rendern von größeren Webseiten oder Webseiten, die ein bisschen mehr Elemente haben als meinetwegen eine Google Homepage, ist auch nicht so schnell. Also wer meint, den Raspi als Desktop-Ersatz, ja, absolut leisen PC verwenden zu können, naja, also ich denke, dass das nicht unbedingt viel Vergnügen bereitet. Aber wenn die Seite mal geöffnet ist, kann man sogar halbwegs schnell da drin scrollen. Und auch das Verschieben des Fensters mit dem Inhalt ist eigentlich halbwegs schnell genug. Ja, wenn ihr einen Raspi habt, dann würde ich Raspbian auf jeden Fall eine Chance geben und euer System darauf umstellen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Debian Visi ist deutlich schneller und auch das Problem mit den SD-Speicherkarten soll angeblich gelöst sein, denn bislang war es immer so das Problem, dass viele neue Speicherkarten nicht funktioniert haben, weil der Kernel die irgendwie noch nicht gefressen hatte. Ja, und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit dem Raspbian. Guckt euch nach wie vor auch mal OpenELEC mit XBMC an, also als Mediencenter. Es gibt sicherlich viele verschiedene Anwendungszwecke für den Raspi. Tschüss!